denke, den Ausblick kennen Sie es zu Genüge. Einer von meinen Stabrüchen. Und heute geht es einmal auf das Eck da rauf. Zwei Stickel dahinter, da hat man eine super Aussicht über alles. Und da gehen wir jetzt einmal, heute einmal hin. Ja, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr gesehen habt, ich bin wieder am Hausberg unterwegs, habe ich euch kurz gezeigt, ich möchte da oben den Stabruch auf die drübere Seite. Da habe ich ein Feedback wieder alles dabei. Mein Tisch habe ich auch dabei, Sättel habe ich kaum mit. Brauche ich nicht, setze ich mich gemütlich ins Gras. Ja, wir haben an die 29 Grad. Schauen wir mal, da oben wird es ein bisschen sonnig sein, vielleicht spannen wir ein bisschen ein Dachl auf. Schauen wir, gehen wir mal los und schauen wir, was passiert. Ja, dann laufen wir da jetzt noch auf einen gemütlichen Waldwegerl. Und wenn das da vorne aus ist, geht es auf die freie Fläche raus. So, da sind wir jetzt da herum. Mit einem relativ schönen Ausblick. Ja, leider ziehen da ein paar Wolken auf, aber egal. Ja, wir zischen da jetzt ein Stück Lage und da unten machen wir es so gemütlich. Sehr schön dieses Feenheuer da auch. Das wächst manchmal in der Woche richtig, das ist gigantisch. Das sind richtige Felder. Schaut auch super aus, wenn sie sich im Wind bewegt. Zuerst gehen wir da ein bisschen zu, zeige euch einmal den Stabruch von der anderen Seite von oben. Ja, und jetzt einmal aus der Perspektive schaut er sicher auch gewaltig aus von da. Und da habt ihr ihn noch nicht gesehen. Dann noch mal ein Blick von der anderen Seite auf den kleinen Stabruch da. Ja, so klein ist der eigentlich eh nicht. Ja, ah, super. Sollte man auch mal nicht anschauen, so wie es ausschaut. Ja, Freunde, das Wetter hat jetzt gar umgeschlagen und da ist eine Wolke über mir. Da ist ganz schön feuchtlat. Ne? Ich suche mir jetzt irgendwo ein schönes geschütztes Platz. Ah, ich hoffe stark, dass das nur ein kleines Übergang ist. Da herin war ich schön geschützt. Vielleicht bauen wir da auch meinen Platz auf und aus. Ein bisschen mehr Unterlegsmatten da drüber. Ja, schauen wir mal, wie es wieder wird. Da oben habe ich meine Plane über mir aufgespannt. Und ist eigentlich ein schönes Platz da. Ja, ich hab da alles im Trockenen. In dem Sinn ist mir eigentlich egal. So, ein bisschen Hunger hätte ich, zwar nur einen kleinen. Haben wir da noch ein bisschen Snacker mitgenommen. Zwar so, also wie schon so kleine, die werden jetzt verzehren. Naja, schauen wir, wie es wieder bleibt. Ja, dass das wieder so schnell umschneit, haben wir natürlich nicht gedacht, aber was soll's. Schauen wir mal, was wir da haben. Na, sind die lieb wachsen, die noch. Mhm. Soll nur für einen kleinen Hunger sein. Ja, viel waren das nicht. 5-6 Stückchen. Naja, besser wie gar nichts. Aber es gibt es einmal ein leckeres Käfchen und dazu habe ich natürlich noch Nachspeisen. Mini Marmorkuchen. Dann reicht's mal. So. Käfchen machen wahrscheinlich da herum. Mein Tisch kann ich gar nicht auspacken, da ist alles so uneben. Stellen wir jetzt da herum her. Oh, ist Standard. Na super. Trotzdem Käfchen, da fährt die Eisenbahn drüber. So. Wenn ich gut nicht mehr anzünden. Kaffee ist fertig. Kaffee gibt es auch dazu. So. Ah. Ja. Natürlich wieder ein bisschen Sahne zum Verfeinern. Ah.
kann so ich ringen, das ist mir wurscht. Das gehört dazu. Bisschen was für die Figur. Amaretto Zucker vom Bit. Der ist extrem herrlich. Jawohl. Natürlich nehmen wir den Schmarrn alles mit, ist eh klar. Das geht ja wirklich ratzfatz da. Ein Wahnsinn. So, Käfchen. Pritschi, pritschi. Bumper, bumper. Ja, es ist trotzdem, es ist schwül. Vielleicht ist es ein richtiges Sommergewitter schon. Ah, die ersten Tropfen kommen schon. Ja, egal. Ich werde jetzt trotzdem meinen Maischluckerl machen. Ich werde da schnell alles in und das da brauchen. Aber trotzdem, zuerst die Schluckerl an die Krankensesseln. Prost, Freunde, gesund werden. Und der Rest an die restliche Belegschaft natürlich. Ja, ich habe mir schnell dahinter alles weg und dann bin ich gleich wieder da. Da brauche ich noch mein Mama-Küchelchen. Ohne den geht es gar nicht jetzt. Ja, das Ringen ist nicht so lustig. Aber das stört mich nicht. Ja, auf alle Fälle. Freunde, schaut euch das Kuchen an. Schaut euch mein Käfchen an. Was kann mir noch passieren? Naja, da müsste schon der Blitz einschlagen in mir, dass mir das aus der Fassung bringt. Gut, ich will es nicht heraufbeschwören, ja. Also er kann ruhig mal anders einschlagen. Da hinten war es wieder blau. Also wirklich ist das ein Wickel, was sich da so drüber zahlt, wahrscheinlich zu Ton entlang. Ja, was soll's. Alle guten Dinge sind 2 oder 3 oder 4 oder 5. Naja, 2 habe ich. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann oder spiegelt. 23 Grad hat ein bisschen angekühlt und sie sagen ein bisschen Gewitter voraus. Eigentlich bis um 17 Uhr in der Weltklasse. Wie gesagt, das ist da drüben bei der Donau her. Ja, Ade, Lackerl. Ja, ich werde mich aus meiner Kemenate da rausschleichen und zeige euch einmal die Wolken da oben, vor allem blauer Himmel, dort grau in grau. Schauen wir uns das einmal hier an. Da unten auf die Ortschaft, da schaut es noch relativ gut aus. Da in der Behausung habe ich mich verzogen. Da oben leider ziemlich grau in grau. Und so wie es ausschaut, weiß nicht, ob man es auf der Action Cam sieht, aber die Donau tut dürft es gerade ringen. Es ist eine schöne Wand. Da sieht man das auf der Action Cam wahrscheinlich nicht, aber es ist richtig trieb dort. Gut, ich werde den Wettergott aber nicht unbedingt weiter herausfordern. Ich werde da lieber zusammenpacken. Gehe Richtung Heimat. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu machen. Ich muss ja noch ein Video schneiden.
Ja, gehen wir, bevor es zum Schieden vielleicht auch noch anfängt. Aber es hat Ski angekühlt. Es ist richtig angenehm geworden. Wenn ich weggegangen bin, haben wir fast 30 Grad gehabt. Ja, ich zeige euch da mal meine Behausung. Da drin habe ich mir es gemütlich gemacht. So, und jetzt rein wir zusammen und gehen wir. So. Passt. Drin schaut das Pipi-Fenster aus. Da weniger und Abflug gehen wir. War natürlich klar, wenn ich zurückgehe, dass wieder die Sonne scheint, aber ich sehe so. Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Bin natürlich heruntergekommen und super warm ist wieder. Boah, Wahnsinn. Ja, Leben ist halt so. Trotzdem, ich sage einmal wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Marl und viert euch die Buben.